Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute, gibt's endlich mal YouTube-Beef. Food-Beef. Also nicht Fleisch, sondern Ärger. Oh. Wo fange ich an? Kennt ihr Klaus? Klaus ist hier der mit dem scharfen Messer und ein Brett. Brett habe ich jetzt da unten. Und Klaus ist mein Kumpel, mein Freund, YouTube-Kollege und Griller. Und der hat da doch letztens so ein Rezept rausgeschossen. Seine Chorizo-Käsesonne. Video verlinke ich unter meinem Video. Ja, und seitdem er das rausgeschossen hat, sehe ich auf Facebook nur noch Folgendes. Käsesonne nach Käsesonne nach Käsesonne nach Käsesonne. Ich habe sowieso schon so einen Hals. Aber jetzt habe ich so einen Hals. Weil wenn alle das nachmachen, dann muss das ja mega geil sein. Und dann erinnert man den Kollegen auf Facebook, dass man die Käsesonne nicht mehr sehen mag. Und dann antwortet er so. Nee, da, so, so, da, da antwortet er. Ja, was soll ich dazu sagen? Frechheit, oder? Frechheit. Absolute Frechheit. Als wenn ich das Rezept jetzt nachmachen würde bei mir zu Hause, da unten, da hinten in der Küche, nur weil mich jemand auffordert und mir eine Flasche Hochprozentiges verspricht. Ich habe schon Sachen für weniger getan. Deswegen gibt es heute Klausis Käsesonne in der Backofen-Variante, wie ihr sie zu Hause machen könnt. Da hinten, da unten bei mir in der Küche. Für unsere ganz eigene Klausi-Mausi-Käsesonne mit Mini-Salamis brauchen wir so einen Ofenkäse. Den gibt's von wahrscheinlich mehreren Firmen in verschiedenen Geschmäckern. Ich habe mich jetzt für Gartenkräuter entschieden. Wir brauchen Aufbackbrötchen. Hier aus der Vakuumverpackung. 8 Stück. Wir brauchen Salz, Pfeffer. Wir brauchen ein paar Gartenkräuter oder Petersilie. Frisch oder hier TK. Olivenöl und wir brauchen so Mini-Salamis, Snack-Salamis. Ja, mehr brauchen wir nicht, um diesen sehr bekannten, scheinbar sehr beliebten Snack nachzumachen. Ich bin selber sehr gespannt. Hier habe ich meine wunderbare Stoneline-Auflaufform und in die Mitte kommt der Ofenkäse. Mit der Holzpackung in meinem Fall. Das ist überhaupt nicht problematisch, steht sogar auf der Anleitung. Ja, und das geht jetzt ab in den Ofen. 180 Grad Umluft, Ober-Unterhitze geht auch. Und da soll er erstmal 10 Minuten sich, ja, wie nennt man das, vorwärmen. Also, Klappe auf, Förmchen rein, Klappe zu. Während unsere Käsesonne im Ofen schon mal ihre Vorhitze kriegt, nehmen wir hier eine Kummel, eine kleine Schale und geben da so ein ganz bisschen Olivenöl rein, einfach so frei nach Lameng, pfeffern das ordentlich und Salz darf auch rein. Und dazu kommt noch ein ganzer Schwung von meinen Gartenkräutern. Wie gesagt, ihr könnt auch Petersilie nehmen. So, ein ganzer Schwung, so 2-3 Teelöffel. Ja, 2 reichen. Und das Ganze umrühren. Viel mehr Eigenleistung müssen wir heute auch gar nicht machen. Doch eine Sache kommt da gleich noch. Und zwar gilt es ja noch, diese Brötchen hier aufzukriegen. Und man soll einfach nur hier was abziehen. Aber ich, aus Erfahrung weiß ich, dass, es klappt. Es klappt erstaunlich gut. Und dann dreht man das Ganze so auf. Man könnte natürlich jetzt auch meinen Blitzpizzateig verwenden. Aber wir machen es heute mal so einfach wie möglich. So, unsere kleinen Brötchenjungs, die legen wir uns jetzt hier mal hin. Und die warten ganz geschmeidig auf unsere Käsesonne. Dauert ja noch ein bisschen. So, roundabout 10 Minuten später holen wir den ganzen Sumpf zum ersten Mal raus. So, frisch aus dem Ofen. Und jetzt schneiden wir einmal, ja, das Holz kann man anfassen, einmal hier so rein.
und klappen diese Seite hier hoch. Das geht jetzt noch halbwegs vernünftig, weil noch ist der Käse nicht zu heiß. Und nachher kommt man dann schön an den weichen Käse ran. So, das muss jetzt kein Schönheitspreis gewinnen. Das muss einfach nur hochgeklappt sein. Ein bisschen warm ist dann doch. So, hochgeklappt. Jetzt kommen unsere Brötchen einmal drumherum. Jetzt kann ich das hier einmal einölen. Ist eine Non-Stick-Form, aber sicher, sicher. Dafür kann man aber auch so ein Trennspray nehmen. Nehme ich immer ganz gerne. Verlinke ich unter dem Video. Geht nämlich viel schneller. Und jetzt unsere Brötchen. 1 auf 12, 1 auf 6, also für mich 3 Uhr, 9 Uhr, hier irgendwas bei 11, irgendwas bei 1. Ach, ihr wisst ja, was ich meine. Super. So, alle Brötchen verbraucht. Und jetzt kommen unsere Mini-Salamis dazu. Die können wir einfach so hier dazwischen stecken. Wie ihr wollt. Mache ich mal eben fertig. Bis gleich. Der letzte Onkel hier, zack. Ich habe mir hier quasi so einen kleinen Zaun aus Salamis gebastelt. Ja, und so geht es jetzt erstmal wieder in den Ofen. Und da kommt das Prachtding auch schon angeflogen. Gleicher Backofen, gleiche Hitze. Rein damit. So, und nach roundabout bei mir jetzt 8 Minuten. Uiuiui, ohne das Papier hole ich einmal, mit Papier dann eben, hole ich mir einmal die Suppe wieder raus hier. Da kommt der Teller angeflogen. Heieiei. Diesmal ist er wirklich heiß. Und jetzt werden wir eben schnell die Brötchen mit unserem Öl-Kräuter-Gemisch schön einreiben, damit wir das Ganze wieder zurück in den Ofen schicken können. Dann nochmal für 5 Minuten. Wie lange die Sonne nachher im Ofen ist, das liegt immer so ein bisschen daran, wie euer Ofen sich verhält, wie die Brötchen sich hier verhalten. Aber das war jetzt so 8 Minuten drin. Die kriegen jetzt nochmal 4 Minuten, nur 3-4 Minuten. Und dann sollte das auch alles gut sein. Der Käse ist ja schon, wie man sieht, sehr weich. Auf geht's! Also ein letztes Mal. Backofen auf, Käsesonne rein, Backofen zu. Aus die Maus! Ah, alles brodelt hervorragend. Und diesmal auch wieder ohne Papier. Geschafft. Raus damit! So, da ist sie. Die fertige Käsesonne. Tja, und wie isst man so eine Käsesonne jetzt? Es erklärt sich doch schon von allein, oder? Man nimmt sich hier so ein Würstchen und dann rinnt in den Käse und rinnt in den Mund. Hi. Boah. Und das Gleiche gilt natürlich auch für so ein Brötchen. Einmal rausziehen. Hier. Hälfte wieder zurück, die andere Hälfte. Und jetzt rinnt in den Käse. Einmal noch mit dem Handschuh hier. Psst. Klausis Käsesonne. Nicht mit Chorizo, sondern mit Mini-Salami. Und ich hatte mir ja gerade schon so ein schönes Stück rausgebrochen. Hm. Ah. Bisschen heiß, aber leider geil. Kann was. Klausi kann was. Gültiger Versuch. Tschüss, ciao, am Marco vom ehrlichen Essen. Gruß an Klaus. Es war alles nur Spaß. Wir mögen uns. Hier habe ich meine wunderbare Stoneline-Auflaufform. Erflefem nochmal. Und jetzt kommt unser Öl und damit. Nein, das kommt jetzt gar nicht. Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.